Von mir bekommt ihr wie gewohnt den 4-Minuten Rundumblick. 4 Minuten bedeutet, das ist die Zeit, die ich dazu benötige, um dir deine Informationen, die wichtigsten Informationen, kurz, prägnant und klar weiterzugeben. Darin bin ich absolut Spezialist und damit bin ich auch sehr bekannt, damit die Aussagen klar und ganz kurz gefasst sind. Das bedeutet aber nicht, dass du nur 4 Minuten Zeit hast zum Telefonieren, weil ganz viele Menschen, die haben ein schmales Budget, auch in der Schweiz natürlich, und das soll jeder irgendwo hochrechnen können, was die Investition kostet. Ich denke da immer so ein bisschen wie ich selbst. Ich bin ein sehr sparsamer Mensch und überlege mir, naja, wie lange würde so eine Beratung ungefähr dauern? Kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten, weil eben nicht jeder das Budget zur Verfügung hat. Wichtig ist es aber, wenn man einen Rundumblick macht, Astrologie oder mit den Pandora-Karten, damit hast du die einmalige Chance, dass ich dich vor irgendetwas schützen kann, was eine größere Investition ist. Gestern hatte ich noch Privatberatungen und da war eine Dame, sie hat zu mir gesagt, sie ist so gottfroh, dass ich auf sie gehört habe. Es ging um eine Investition, wo man dann so sein gesamtes Kapital mit reinsetzt. Es ging hier um ein Unternehmen. Ich habe ihr dann komplett abgeraten, habe ihr das alles aufgeschlüsselt. Sie konnte zuerst gar nicht damit anfangen. Ich konnte ihr aber so viel Information liefern, wie sie Stück für Stück, also woran fragen kann, was sie anschauen soll, wie sie vorgehen kann, damit sie merkt, dass es doch nicht so ist, wie man es ihr präsentiert. Damit habe ich jemanden bewahrt, sein ganzes Geld. Bei euch gibt es irgendwie so eine Rente, wo man irgendwas, einen größeren Geldbetrag bekommen kann. Und wenn man dann überlegt, soll ich das in irgendetwas Neues investieren oder ist dann meine Altersabsicherung komplett weg, dann ist es wirklich wertvolle, wichtige Information. In dem Fall sind ja dann der Minutenpreis oder so in Gespräch, das hat dir dann sehr vieles erspart an Möglichkeiten. Mit der Astrologie kann ich einfach unendlich viele Jahre überblicken. Wenn du etwas investieren möchtest, ein Haus, ein Objekt, irgendetwas kaufen willst, dann kann man dann reinschauen, weil es gibt überall mal gewisse Zeiten, wo es vielleicht zu einem Engpass kommt, wo man einfach eine Aufgabe bekommt, sei es der Saturn läuft durch dein Geldhaus. Oder du hast beruflich, kommen irgendwelche Probleme auf dich zu, es läuft wie geschmiert, du rechnest jetzt mit irgendwas überhaupt nicht. Wir haben ja ein Jahr, wo ganz gravierende Veränderungen 2019 herrschen. Das, was ich am Jahresanfang gesagt habe, ich habe es gestern nochmal erzählt, das ist auch bis zum Jahresende so. Es wird nichts mehr so sein, wie es war. Wenn jemand denkt, seine Arbeit ist sicher, dann muss ich sagen, das muss man schon sehr überdenken. Es gibt zu viele Firmenschließungen, Entlassungen, Kündigungen, Fehlspekulationen, mit dem von heute auf morgen jemand gar nicht rechnet. Manche Mitarbeiter rechnen auch gar nicht damit, dass das Unternehmen wirklich schließen könnte. Da gibt es ganz prägnante Beispiele, wie auch Germania, die Fluggesellschaft, da waren die Flüge gebucht, die Tickets waren verkauft, das Gate war offen, die Leute konnten nur nicht mehr einsteigen in das Flugzeug, weil einfach die Insolvenz angemeldet worden ist. Das heißt, es war für die Leute selber überhaupt nicht ersichtlich. Vielleicht hat der eine oder andere irgendetwas geahnt. Wenn du eine schwierige Konstellation hast in deinem Horoskop und ich weise dich darauf hin, dann geht es nicht darum, um eine Angst zu machen, sondern dich einfach rechtzeitig vorzubereiten, damit du dein Leben wirklich selbst in die Hand nehmen kannst und es auch steuern kannst und schauen kannst, ja, kommt etwas Gutes oder kommen irgendwelche Defizite. Man muss sich vorstellen, auch das hatte ich gestern, nämlich ein Darlehen auf für 10 oder 15
15 Jahre, wenn es um eine Immobilie geht. Dann habe ich das mit dieser Person auch alles abgeklärt und habe ihr ganz klar gesagt, hier kommt es zu 100% zu einer Veränderung. Das kann man mit den gewissen Planeten also wirklich sehr klar erkennen. Da ist man dann aber auch in einer Situation, die man vielleicht so nicht immer unbedingt in der Hand hat. Und habe ich ihr dann eben die Laufzeit empfohlen, wie sie das machen kann. Und da war sie auch sehr, sehr dankbar. Man muss sich überlegen, als Beispiel, man hat jetzt 10 oder 15 Jahre, nimmt man eine Hypothek auf, zahlt ab, weil alles wunderbar läuft, man hat ein Startkapital, alles. Und dann kann aus irgendeinem Grund etwas dazwischen kommen. Das heißt jetzt nicht, dass jemand stirbt oder Unfall oder sonstiges. Es können auch die Umstände von außen kommen, durch die Firmen und durch die schlechte Wirtschaftslage, die ja im Augenblick einen großen Umbruch hat, unsere Wirtschaft, ja. Und dann plötzlich stehst du da wie so ein Gefangener eingeschnürt in irgendeiner Verpflichtung, weißt nicht mehr, wie den Verpflichtungen nachkommst, hast Angst, das Betreibungsamt könnte vielleicht vor der Tür stehen, weißt nicht, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst und so weiter. Also all diese Themen gibt es. Das kann ich natürlich auch mit den Karten rauslesen. Da lese ich aber nur 6 Monate. Da kann ich nicht die Jahre anschauen. Da kann ich dir auch nicht punktgenau sagen, wann sich was ereignet. Mit der Astrologie bin ich eigentlich auch dazu in der Lage, eine Biografie einer Person zu erstellen. Ich bin ausgebildete Astrologin. Meine Prüfungsaufgaben am Meisterbrief waren zum Beispiel, ich habe 2 Daten bekommen, das heißt einfach nur männlich und weiblich. Und den geografischen Längen- und Breitengrad durfte das Horoskop natürlich von Hand am Arm zeichnen. Da war nichts mit Computer angezeigt, deswegen ist mein Auge schon sehr darauf geschult, ja, wie die Planeten stehen, die Winkelungen, die Schwerpunkte zu erkennen. Dann durfte man als erstes eine komplette Biografie von Geburt an mit den wichtigen Lebensabschnitten, mit den bestimmten Ereignissen, familiär, beruflich, ja, oder auch mit den körperlichen Handicaps errechnen und dokumentieren, das heißt eine komplette Analyse. Da hinzu kam dann eine zweite Person, dann mit einem Partnervergleich, ja, wo kann man sich unterstützen? Ist es eine fruchtbare, haltbare Beziehung oder schießt der eine der andere eigentlich ins Aus? Das gibt es ja auch. Wenn man frisch verliebt ist oder so, dann kann man ja auch rigoros blind sein und man weiß nicht, was auf einen zukommt. Es gibt ja viele Mogelpackungen, Scheinblender unterwegs, wie auch der Monat September das jetzt dann ist. Ich habe euch natürlich auch versprochen, ich bringe euch heute früh wieder die astrologischen Daten mit, was so alles im September und im Oktober ist. Ich gebe euch da wirklich den Tipp, holt euch einen Stift, macht euch Notizen. Wenn aber im Weltgeschehen die einen Konstellationen sind, ja, wo vielleicht schwierig sind, gibt es aber immer Personen, die vielleicht in eine andere Richtung gezwungen werden. Das heißt aber nicht, dass man dann im Verlust liegt, wenn es auch vielleicht im ersten Moment als ein Verlust aussieht. Man kann zum Beispiel eine Kündigung erhalten und die allerbesten Daten im Horoskop haben. In diesem Fall heißt es dann, wenn alles wirklich massive Machtplaneten sehr unterstützend sind, dann wird man hier automatisch aus einer Rolle rausgedrängt, ja, und es kommt jemand anderes, der einen dann abfängt, wo man wirklich etwas Neues aufbauen kann, vielleicht eine ganz neue Firma, eine neue Struktur, wo man dann als leitende Position mit eingesetzt wird. Also das heißt, es hat alles einen gewissen Sinn und Grund, da muss man nicht eine Angst davor haben, sondern mein Job ist es eigentlich, jeden Einzelnen vorzubereiten. Ich habe euch heute auch das Thema mitgebracht, Ängste lösen. Ich habe eine spezielle Ausbildung und zwar, ich kann die Gehirnzellen, die Nervenzellen im Gehirn umprogrammieren durch Wortkodierungen. Das mache ich aber nur im Hintergrund, damit jeder von euch auch den Schutz hat, damit diese Kodierungen nicht irgendwo notiert werden oder hier ein Missbrauch entsteht. Deshalb mache ich das zum Schutz jeder einzelnen Person
immer komplett im Hintergrund. Es gibt Menschen, die haben Ängste wie eine Flugangst, wie eine Platzangst, ja. Dann kann man da Abhilfe schaffen und kann sehr viele Themen auflösen. Genauso hatte ich eine Dame, die hat furchtbare Angst, wenn sie in Zürich Auto fährt mit den großen LKWs. Zürich ist ja auch sehr schmal und eng, ja. Und da kann ich mir das schon recht vorstellen, oder wenn man irgendwo an der Baustelle fährt, rechter Seite, sind die ganzen LKWs und so weiter, und muss man da irgendwo durchpendeln. Da hat so meistens irgendeiner eine Panik, genauso wie viele Menschen ein großer Stau immer entsteht vor einem Tunnel. Das ist wie wenn die automatisch abbremsen, weil sie vielleicht in das Dunkle, in das sogenannte Ungewisse fahren. Für mich ist es nicht zu verstehen, aber jeder hat so seine eigene Thematik und dann kann man es lösen. Ich möchte aber damit auch hinweisen, ich ersetze weder einen Therapeuten noch einen Arzt an dieser Stelle. Meine Tätigkeit ist für euch unterstützend. Das heißt, es ist nichts anderes wie die Aktivierung der Selbstheilungskräfte im Gehirn. Das geht aber bis in den Ursprung deiner DNA mit. Anhand von Zahlenkodierungen kann ich dir sagen, das heißt, ich sage zu dir, sag mir eine Zahl zum Beispiel von 1 bis 5, wie wir das Problem lösen können. Und dann kann ich anhand von Zahlenkodierungen erkennen, ob das in diesem Leben entstanden ist durch ein spezielles Ereignis, das du erlebt hast, oder ob das in deiner Ursprungsquelle, in deiner DNA schon verankert ist und du es in diesem Leben einfach auflösen sollst, wenn das dein Thema ist. Viele haben so gewisse Themen, wo irgendwo eine Angst ausgelöst ist, wo sie eigentlich lange nachüberlegen. Und wenn man forscht, dann kommt immer sehr vieles von der Kindheit. Das kann irgendwas ganz Lapidares sein, dass jemand vielleicht bei jemand mitfährt auf einem Schlepper, ja, und da macht sich jemand so einen Spaß und der Gaudi und fährt nah an den Abgrund hin und zieht so ein bisschen das Lenkrad raus. Jeder findet es witzig, nur das Kind, das damals draufgesessen ist, hat bis zum hohen Alter, hat diese Person darunter gelitten. Und da ist es für mich eigentlich sehr schön, wenn man das in wenigen Minuten also alles komplett auflösen kann. Das heißt, ich nehme die Person, die diese Angst hat. Ich kann die Zeit zurückstellen, das heißt die Emotion hier rauslöschen aus einem schlechten Erlebnis, wo man immer so ein bisschen mit sich trägt. Das heißt, sie ist dann nicht mehr Beteiligte, sondern sie ist dann Zuschauer und sieht es wie alle anderen auch. Ob das ein schwerer Sturz ist oder sonstige Ängste, das kann man wunderbar lösen. Aber über diese Technik werde ich euch heute im Laufe des Tages noch einiges mehr erzählen. Wir können Seelenverträge auflösen, wir können die DNA, also ich nenne es jetzt einmal, wiederherstellen und alles transformieren. Wir können zurückgehen bis in die Urzelle, in deinen Ursprung. Gestern erzählt oder auch schon zu Jahresanfang, Anfang mit den Umbrüchen, die es alles gibt in Unternehmen, Firmenwechsel, Kündigungen, oder der eine geht oder der andere wird entlassen. An der Stelle möchte ich euch eigentlich mitteilen, dass es für mich die letzte Sendetag heute ist und dass ich zum Monatsende nicht mehr bei Vitalogos bin. Das war jetzt auch nicht mein geplanter Wunsch zum Jahresende. Es gibt aber Zeiten, die sich dann einfach verändern. Und dann ist es einfach gut. Ich sage, es kommt, wie es kommen soll. Das heißt, es sind dann neue Wege sichtbar. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, na ja, wenn du Astrologe bist oder in die Karten schauen kannst, dann kannst du das sehen. Das ist richtig. Wenn man aber ein Unternehmen verlässt, so ganz plötzlich und unerwartet, und die ganzen Planeten stehen eigentlich gut, dann ist es nichts anderes, wie dass man sagt, da kommt der Erfolg hinterher. Man kapselt sich vielleicht von irgendetwas ab und macht in einer anderen Variante weiter. Wenn ich hier bei Vitalogos aufhöre, heißt es nicht, ich lege meine Arbeit nieder. Ich
ich wechsle einfach vom TV in die Printmedien und dann sieht man mich einfach eher in den Zeitschriften, wie jetzt hier im TV in der Sendung. Aber ich höre nicht mit der Arbeit auf. Ich habe vor Vitalogos damit gearbeitet und ich habe auch nach Vitalogos damit gearbeitet und mache natürlich auf diesem Bereich weiter. An der Stelle möchte ich mich auch erstmal bedanken für alle, die ich beraten durfte in der ganzen Zeit, die mir das Vertrauen geschenkt haben. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich werde euch auch sehr vermissen, das könnt ihr euch sicher sein. Ihr könnt mich aber erreichen noch bis zum 30. in diesem Monat halt dann im Hintergrund. Für mich beginnen dann einfach neue Wege. Ich bin flexibel, ich kann mich schnell auf Neuerungen einstellen. Vielleicht sieht man sich wieder, vielleicht hier, vielleicht aber auch woanders. Wer weiß, was in Zukunft kommt. Für mich ist es einfach nur wichtig, dass ich weiterarbeiten kann. Dann bin ich der glücklichste Mensch, weil ohne Arbeit kann ich jetzt gar nicht sein. Ich bin ein bisschen multitaskingfähig, ja, ob das jetzt am Computer ist. Ich entwickle meine Sachen selbst, ich mache alles selbst. Auch die ganzen Drucksachen, die Bücher, die habe ich nicht nur selbst geschrieben, die habe ich selbst gestaltet. In Deutschland bin ich auch sehr bekannt. Da gibt es niemand aus der esoterischen Welt, der mich nicht kennt. Es gibt aber auch sehr viele Personen, die mich auch aus dem Wirtschaftsleben kennen, ja, die von dem spirituellen Zeug, das ich da mache, eigentlich gar keine Ahnung haben. Ja, weil ich kann das eine Unternehmen mit einem anderen Unternehmen, kann ich ganz klar auseinanderhalten und trennen. Weil ich sage, ich bin flexibel, ich schalte den Kopf da ab und ich schalte ihn da wieder ein. Also das heißt, ich habe eine konzentrierte Arbeitsweise und ich lege sehr viel Wert auf Qualität, auf Fundament, ja, und auf präzise Aussagen, präzises Lernen. Das heißt, ich lege höchsten Wert auf Qualität und für diese Qualitätsansprüche, auch mit meiner Arbeit, bin ich sehr bekannt. Da sind auch schon einige Zeitungsberichte erschienen und es werden auch noch weitere Berichte kommen. Da dürft ihr euch überraschen und ich werde der Schweiz auf die eine oder andere Art und Weise dennoch treu bleiben. Das erstmal als ein Hinweis in eigener Sache. Der eine ist traurig, der andere lässt vielleicht die Sektkorken knallen. Wer weiß, wie jeder darüber denkt. Jetzt habe ich euch ja versprochen, ich bringe euch nochmal die Themen von 2019 mit. Und zwar, wir haben ein ganz großes Umbruchjahr mit dem Uranus einmal im Zeichen Stier. Dann gibt es noch eine ganz harte Konstellation Richtung Jahresende. Das beginnt so Richtung Dezember. Das genaue Datum habe ich gerade nicht und geht bis Januar. Und zwar 2019 steht eigentlich unter dem Thema Schulden der Vergangenheit. Der Spielraum für Kompromisse ist vorbei. Pluto heißt dann alles oder nichts. Es ist das, was zum Jahresende kommt. Bei Pluto hast du keine Macht mehr, selbst irgendwas zu entscheiden. Da entscheiden dann andere Personen für dich. Und es gibt Leute, die Macht gebrauchen und es gibt Leute, die Macht missbrauchen. Ihr werdet aber das alles beobachten können in den Medien, was nicht alles passiert, wenn Menschen die Macht missbrauchen mit ihren Machtspielchen. Es gibt viele Personen, die vielleicht einen sehr starken Pluto in ihrem Horoskop haben. Wenn er dann noch am Zenit ist und dann rückläufig, dann heißt es astrologisch, diese Person neigt in ihrem Leben zu diesem sogenannten Machtmissbrauch. Ja, das erkennt man dann als Außenstehender daran, wenn die Engel Rotz und Wasser heulen, ja, und dein Fundament, wenn der Zenit ist oben, das Fundament ist der Boden auf der Erde, wo wir stehen. Das heißt, ihr müsst euch denken von mir oben runter. Das heißt, da wo ich stehe, da wo ich mein
wie soll ich sagen, meine Wurzeln haben, das kann komplett unterspült und unterschwemmt werden. Das sind so ganz kleine Sachen, wo man vieles erkennen kann, weil Neptun auch auflösen wird. Neptun ist auch das Gewässer und dann Pluto, ich nenne es immer Psychofreak, ja. Viele narzisstische Personen haben da oder Psychopathen, die haben daran eine Beteiligung mit diesen verschiedensten Konstellationen. Wieder ein herzliches Willkommen zurück bei mir, bei Jasmin Andres. Ich habe euch noch ein paar astrologische Daten versprochen, dass ich die in der ersten Sendeblock heute nochmal euch mitteile. Und zwar, der September hat ja unterschiedlich angefangen, so ein bisschen abwechslungsreich. Man konnte bis zur ersten Hälfte ja einiges erledigen, man konnte Sachen klären. Es gab sehr wichtige Tage und günstige Absprachen. Das war am 5. September. Und vom 10. bis 15. September standen die Planeten auf falsche Informationen und Aussagen. Hier könnt ihr dann einfach nachschauen, ja, was ihr in der Zeit gemacht habt, welche Verabredungen oder was ist bei euch alles so los gewesen. Jetzt haben wir den 20. und bis zum 21. sind es noch sehr kraftvolle Tage und es lassen sich Ziele entwickeln und angehen. Am 21. in diesem Monat, beginnend bis Monatsende, ist der Jupiter in Spannung zu Neptun. Das bedeutet übersetzt das Scheinglück. Es ist sehr schwierig, die Wahrheit zu erkennen. Was ist wahr? Was ist die Realität? Und wovon ist man von einer Scheinwelt wirklich getrübt? Da seid ihr aufgefordert, wirklich zu unterscheiden. Ja, was ist wahr? Kann das denn alles so sein, wie das, was man sieht oder was man hört? Am 22. diesen Monat stehen die Planeten dann komplett auf Betrug. Man könnte es aber am 24. noch einen glücklichen Ausweg dafür finden. Am 25. September, da gibt es Zweifel und Misstrauen und es kommt zu einem Verrat. Man sollte gut aufpassen, wem man dann was erzählt. Jetzt gehe ich in den Oktober rein und zwar der Anfang und das Ende vom Oktober stehen die Planeten schwierig, dazwischen sind sie aber günstig. Die Tage bis zum 7. Oktober sind anstrengend, allerdings kommen neue Herausforderungen auf einen zu, ja, die habe ich ja dann auch. Man könnte in dieser Zeit mit Eifersüchteleien, Erpressungsversuchen zu tun haben, auch liegen die Nerven blank und man könnte in die Resignation gehen. Man sollte nicht verzweifeln. Am 13. Oktober könnte man einen ganz großen Freiheitsdrang verspüren. Das sind auch Glücksaspekte, also exakt. Und die überstrahlt dann der gesamte Monatsmitte und man darf mit glücklichen Ereignissen rechnen. Am 14. Oktober wird die Ausdauer unterstützt. Man kann sich auch von älteren Menschen Rat einholen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass man mit Autoritätspersonen aneinander gerät.